Einen wunderschönen Tag, hier ist wieder euer Benny vom Benny-Training und ich begrüße euch zu einem weiteren meiner Videos. Ja, meine Freunde, heutiges Thema langfristige versus kurzfristige Ziele. Heute vergleichen wir auch, für mich natürlich ist kurzfristige und langfristige sind dehnbare Begriffe. Deshalb versuchen wir mal uns festzulegen, kurzfristige bedeutet für mich heute mal, ich mache mir ein Tagesjournal. Langfristige bedeutet, ich mache mir quasi ein Wochenjournal. Das heißt, ein Tagesjournal könnte zum Beispiel so aussehen, ich möchte 5 Kilometer joggen am Tag. Ich möchte einmal am Tag Fitness trainieren. Ich möchte einmal am Tag zum Beispiel die Wäsche waschen. Ich möchte einmal am Tag so und so viel Stunden arbeiten und so weiter. So, das heißt, das sind für mich, das ist jetzt ein Tagesjournal, ein Wochenjournal könnte zum Beispiel so aussehen. Tagesjournal bedeutet fünf Stunden joggen, wäre zum Beispiel im Tagesjournal drin. Im Vergleich zu einem Wochenjournal kann ich natürlich dann, muss ich mir das Ziel natürlich dementsprechend höher setzen. Das würde dann zum Beispiel heißen, ich möchte nicht 5 Stunden joggen, sondern ich möchte 30 Stunden joggen. Weil klar, eine Woche, 7 Tage im Vergleich zu einem Tag, das heißt, wir vergleichen jetzt mal wirklich ganz genau, und zwar Tagesjournal bedeutet 5 Kilometer mal 7 wären 35 Kilometer. Das heißt, mein Tagesjournal sagt mir, okay, ich setze mir jetzt 5 Kilometer als Ziel, Wochenjournal 35 Kilometer. So, was passiert jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Montag, Dienstag eben nicht gejoggt bin? Dann heißt das für mich, oh Gott, ich muss ja jetzt diese 10 Kilometer muss ich irgendwie an die anderen Tage ranbringen. So, dann habe ich noch irgendeinen Tag dabei, wo es mal regnet oder wo ich demotiviert bin und dann wird es schon immer schwieriger. Ich habe jetzt für mich festgestellt und dabei habe ich eben ein schönes Buch gelesen, ich werde es euch mal unten verlinken, da ging es um den Erfolgsquadranten, ist die Fortsetzung von Rich Dad Poor Dad. Da hat mir das Buch sehr, sehr viel geholfen und hat mir eben gezeigt, dass die kurzfristigen Ziele einfacher zu befolgen sind, eben als im Vergleich zu den langfristigen. Ja, was heißt es jetzt? Warum sind die eben auch so demotivierend, eben langfristigere Ziele? Weil eben ihr merkt, oh hoppla, ich schaffe das ja gar nicht mehr. Jetzt beispielsweise, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, 6-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und war die ersten 2-mal nicht, montags und dienstags, dann kann ich es ja gar nicht mehr schaffen, weil es macht, jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Fitnesstraining, es macht einfach keinen Sinn, dann herzugehen und auch dann diese 2, ihr könnt ja nicht 2-mal am Tag trainieren. Der Muskel braucht ja die dementsprechende Regeneration. Deshalb macht es einfach für euch auch keinen Sinn. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, für mich ganz klar sind sehr, sehr kurzfristige Ziele definitiv besser und einfacher. Ihr seid motivierter, auch wenn ihr mal einen Tag eben die Ziele nicht geschafft habt. Und ja, bei den langfristigen ist es eben der Nachteil, dass ihr immer mal wieder, wenn ihr schlechte Tage dabei habt, dass ihr einfach merkt, oh hoppla, ich schaff's ja einfach nicht mehr. Und ich habe gemerkt für mich, ich ziehe, wenn ich mir ein Tagesziel setze, ich ziehe alles durch, ich bin so motiviert und ja, ich überlege sogar mittlerweile, statt 1 Stunde Hörbuch 2 am Tag zu hören. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, was ihr euch noch wünscht und schaut auch hier mal auf Instagram vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Benny ist raus. Haut rein und tschüss.